Großeinsatz am Hamburger Elbufer bei Blankenese. Rund um das Wrack Uwe suchen die Retter unter anderem mit 9 Booten und einem Helikopter nach einem 15-Jährigen. Er war unmittelbar vor den Augen der Strandbesucher in die Strömung geraten. Der ist einfach untergegangen und deswegen dachte ich auch nicht, dass das überhaupt jetzt real ist, sondern dachte, dass das natürlich Spaß macht, weil, keine Ahnung, ich hätte nicht gedacht, dass die Stimmung so stark ist. Doch trotz der intensiven Suche, auch mit mehreren Tauchern, blieb der Jugendliche verschwunden. Es ist hier im fließenden Gewässer schwierig. Wir hatten auflaufendes Wasser, eine entsprechende Strömung hatten wir. Gleich 2 Badetote innerhalb einer Woche gab es am Achterdieksee in Bremen-Oberneuland. Am Montag ertrank ein 15-Jähriger, Freitag versank dann ein 21-Jähriger im Baggersee vor den Augen hunderter Badegäste. Retter kamen nur schwer durch die zugeparkte Straße zum Unglücksort. Dort zogen sie den leblosen Körper des jungen Mannes aus etwa 5 Metern Tiefe aus dem Wasser und brachten ihn ans Ufer. Dort wurde eine Reanimation sofort eingeleitet. Diese wurde dann auch durch einen Notarzt des Rettungshubschraubers fortgesetzt. Die Person ist allerdings verstorben. Die Suche nach einem 9-jährigen Mädchen hielt die Rettungskräfte in Colmar im Kreis Steinburg in Atem. Am großflächigen Elbstrand eine besonders schwierige Aufgabe. Neben einem Helikopter waren hier ebenfalls mehrere Taucher und Boote im Einsatz, darüber hinaus Drohnen und Spürhunde. Bis tief in die Nacht lief die Aktion, doch vergeblich, das Kind blieb verschwunden. Die Angehörigen brachen mehrmals weinend zusammen.